Moin Leute, sonniger Tag, 30 Grad im Schatten, was gibt da Besseres als angeln zu gehen? Hab Julian eine Rübe geordert, beziehungsweise Rübe wollten gestern schon machen, gestern hatten wir starke Gewitter gehabt und jetzt gucken wir mal, ob wir hier ein, zwei Fische rauskitzeln können. Ist ein kleiner See, ganz schnuckelig, knapp bisschen über 30 Hektar und das Allerbeste ist, ich darf mitangeln heute. Du darfst mitangeln? Nee, damit habe ich dich ja nur gelocht. Lass mich doch nicht von dir vorführen. Unser Ziel heute ist, drei Fischarten zu fangen. Ja. Wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir das ganze Angelgerät alles verlosen. Ich habe ja nichts. Nee, wir versuchen mal, drei Fischarten zu fangen. Genau. Wir machen Kühl darauf, werfen den mal raus. Wenn ein Fisch drauf kommt, wird er verlost. Ja, wenn du genug hast. Ich habe alles, ja, Eli. Ich bin jetzt ja an der Quelle. Bis später. Herrlich, Fred. So kann man das noch machen, ey. Alles, aber nicht rudern bei dem Wetter. Eigentlich geht Rudern viel schneller, aber es ist kein Wetter zum Rudern. Und was sagst du? Was für Fischarten kriegen wir heute? Wir versuchen mal auf jeden Fall Barsch und Hecht. Und wenn wir Glück haben, noch einen Zander oder einen Waller. Wir haben hier 24,5 Grad Wassertemperatur, also optimales Angelwetter. Na, der See ist ja eh allgemein flach, wir haben viele Schlammbereiche. Ich gucke jetzt einmal hier, wir haben hier einen Berg, bisschen Fisch war es zu sehen, keine kleinen Fische unterwegs. Aber wie gesagt, haben auch heute sehr heiß, aber macht nichts. Und jetzt gucken wir mal hier einmal alles durch und ich dann fahren wir zur nächsten Stelle. Ne? Du machst Barsch erstmal oder? Ich mach Barsch. So, dann gehe ich auf Hecht und dann gucken wir mal, was funktioniert. Gummi nehmen sie schon mal nicht, weil ich habe einen Slickshot drauf, den hätte ich jetzt ja schon bezahlen müssen, wenn die Barsche da wären. Warum? Weil der? Der hat Waffenschein. Was kommt jetzt? Mal eher mal eine Runde poppern. Oh, da hat er gerade Biss. Ja? Ja. Jetzt habe ich ihn. Köscher, Köscher! Ja, die hol ich so. Erster Fisch. Da ist er. Petri. So, einen abgehakt, würde ich sagen. Ne? Jetzt brauchen wir einen Hecht. Aber wir haben noch nicht auf Video. Doch, Kamera läuft. Mit Leichtfist. Mit Leichtfist. Oh, Julien! Ich hab mitgedacht. Hey! Wieder ein Biss, oder? Jetzt! Oh, ich hab auch Biss. Ich hab auch Biss. Ich hab auch wieder Biss. Oh, da hat er ihn. Jetzt. Das war was Besseres. Kleiner Hecht. Oh, Julian, das war jetzt der Fisch Nummer 2 aber gewesen. Ist auf der Kamera. Ach, Julian, ehrlich. Jetzt musst du das wieder rausreißen, Freddy. Weißt du, und dann so ein schön Hecht. Ja, da bin ich schnell traut, Alter. Nee, ich hab Fisch dran. Erster Wurf oder was? So, Leute. Ich denke, machen wir ein bisschen Dropshot. Einfach was anderes. Schön mit der TI Pro. Und wie gesagt, die machen richtig Laune. Julian? Ja. So muss es sein, ne? Wieder ein Köder weniger, den du in der Box hast, Fred. Und? Tschüss. War der erste gleich auf Dropshot einfach mal durchprobieren, was so läuft. Weil, was ihr nicht wisst, wenn ich privat bin, angel ich gar nicht so viel auf dem Plauer See, sondern ich bin viel auf kleine Seen unterwegs. Weil die Angelei mir viel mehr Spaß macht. Hier hat man seine Ruhe, kein Bootsverkehr und Fische kann man überall fangen. Jetzt hast du ihn. Also langsam brennt mir der Unterarm, ne? Oh, ich habe auch Fisch. Doppeldrill. Doch. Nein! Verkackt. Verkackt. Aber Freddy, Nummer 3. Ich würde sagen, wir packen jetzt 3 Slickshots rein, ja, in der Phase. Leute. Na Julian. Wieder ein Köder weniger in der Box für mich. Ja. Ich werde schon dafür sorgen, dass du pleite gehst. Hatte erst versucht mit Twitchen, wollten sie nicht. Jetzt habe ich einfach mal durchgekurbelt. Läuft wie Hölle. Werdet ihr noch viele Sachen sehen, die es hier auf dem Plauer See. Und die meisten wissen das ja gar nicht, aber Barsch ist ja mein Fisch. Aber wir haben immer laufend Kontakte und hin und wieder einen Fisch und dann ist auch alles in Ordnung.
Das Beste ist ja, dass die Abonnenten ein paar Köder wieder gewinnen können. Wenn es so gut läuft wie heute. Ja, weißt du was? Damit das sich auch lohnt, werden wir gleich einen anderen Run machen. Nicht die Hose beim Werfen verlieren, Fred. Hast du abgenommen? Ich hab total. Ja, ich will jetzt ja nächstes Jahr mitmachen bei Germany's Next Topmodel, ne? Eins ist Fakt, die anderen können dann einpacken, ne? Zander! Zander! Fredi! Glaubst du das gar nicht? Ich freue mich richtig. Ich freue mich auch richtig. Und als er jetzt den Hecht vorne verkackt, hat man schon drei gehabt. Ah, nee, Leute. Für mich ist der Tag eigentlich schon gelaufen, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Aber was sage ich immer, Julian? Unser Pro-Shit, der ist waffenscheinpflichtig. Aber so, ohne Scheiß, lest mal jetzt ohne Witz, ne? Die Farbe, die ist so unterschätzt. Ja, ne. Im klaren Gewässer bei uns auch, bei dir ja auch. Selbst hier im trüben Gewässer. Also, was da schon mit Fisch gefangen worden ist. Und vor allen Dingen, es ist ja auch so, neuer Köder jetzt in der Box. Und zwar der Pro-Shit in der Farbe. Goldie. Warte, du musst noch eins. Sorry, und rein. Hey. Julian, zeig mal. Ich habe gerade endlich die dritte Fischart gefangen. Es ist zwar kein Monster, aber. Und wieder rein. Petri! Oh, dieser Bladed Jig hier, ne? Das ist ein Thunder Cricket von Striking eigentlich. Der ist richtig geil gerade. Also ich fische schon irgendwie echt diese Vibration anscheinend gerade sehr gerne. Und mit der Krabbe hinten dran. Ist auch ziemlich cool aus. Jo. Und ich habe jetzt hier auch eine Rute von Loose in der Hand. Das ist normalerweise eine Bass-Rute für schwere Bass-Angeln. Aber ist auch geil für Hechtangeln. Gerade auch wenn man größer reinsteigt, ist sie auch relativ stabil. Das ist jetzt hier die Magnum Hammer. Die ist ein bisschen, ja, vom Wurfgewicht her, ein bisschen stärker als die anderen Loose-Routen. Von daher auch mit dieser BB1-Rolle hier, top fürs Hechtangeln. Und ich denke mal, da kriegst du auch einen großen Hecht mit raus. Und nochmal ein Köder extra in der Box. Zwei Stück von denen haben wir jetzt drin. Thunder Cricket von Striking. Weiter geht's. Ja, wir wollen mal einen rausflattern, ne? Vielleicht kriegen wir noch einen Zander rausgekitzelt. Und wenn nicht, und dann bin ich dann, sind wir traurig. Nee, ich finde, wir haben halt schon gut was gefangen. Also gerade den Zander und so, das war schon geil. Ja, da freue ich mich auch richtig drüber, ne? Also habe ich auch, wie gesagt, gar nicht mit gerechnet. Aber umso schöner, wenn man nicht mit rechnet, wenn man dann so einen Fisch fängt, ne? Oh, ich habe Fisch. Echt? Keine Ahnung. Das ist ein Hecht. Das weißt du doch nicht, das ist doch ein Zander. Das ist ein Hecht. Zander. Ja? Ja. Schön. Ey! Ja, Leute, klassisch geangelt, ne? Bisschen gejiggt, bisschen gefaulenzt mit dem Zander Pro Shad, wie man es normalerweise kennt vom Zanderangeln. Es ist, wie gesagt, weiß ich nicht, wie viel Grad sind das heute? Sehr warm auf jeden Fall und trotzdem weiß ich nicht, Zander. Fisch. Wieder. Könnte wieder ein Zander sein. Ja, und ein Zander. Und noch mal, kannst du ein bisschen? Ja. Oh ja! Das hast du. Läuft! Ja, Leute, was soll ich jetzt noch sagen? Ne? Wir machen jetzt Feierabend. Ist jetzt 9:30. Morgen habe ich wieder Tour. Geht wieder auf Hecht, auf den Plauer. Aber trotz alledem, wir haben einen richtig geilen Abend gehabt. Wir hatten ein paar Barsche. Sind nicht die riesen, feine Rute, macht trotzdem Spaß. Wir hatten vier schöne Zander. Und Hechte hatten wir auch allerdings, fand ich wirklich
Was soll man das also so ich sagen? Fand ihn schon groß, Fred. Na gut, Julian fand ihn natürlich groß. Er ist wieder ein bisschen anders, aber ist auch egal. Aber die waren schon fast so groß wie unsere Replikanten, die wir als Schleppköder haben. Bledejack war heute richtig gut. Julian hatte mit Krebsimitat geangelt, ich mit einem Slickshot. Unser Goldie hat den ersten Thunder gebracht. Ja, und dann halt unser Altmeister, ne? Da brauchen wir auch nicht mehr viel zu sagen. Habt ihr jetzt ja auch im Video gesehen. Und ich würde sagen, Julian, ratet mal, wie viele Fische wir heute Nachmittag gefangen haben. Wie viele Barsche, Hechte und Zander wir zusammen hatten. So, und wenn mehrere die richtige Antwort haben, entscheidet das los. Genau, so wie immer. Und ansonsten, wenn das keiner weiß, nehme ich die Köder. Ich habe ja eh nichts. Nee, hast ja nichts. Und die Fische, die vorher abgegangen sind vom Ufer oder vom Boot, die zählen natürlich nicht. Die zählen nicht? Nee. Und du brauchst ja auch nicht alles zeigen. Der ist zu viel. Ja, richtig. Ne, deswegen sollen die Leute mal ruhig raten. Nächstes Mal, was machen wir da? Weißt du, was wir machen? Fange ein Hecht auf Topwater. Ja. Da bringe ich noch ein paar Striking-Frösche mit und sowas. Und dann gucken wir mal. Machen wir. Mach ich gerne. Ja. Ich habe Spaß. Ich liebe die Natur. Guck dir mal an. So ein kleiner See. Du hast deine Ruhe. Keine Boote. Nix. Keiner stresst dich. Einfach nur abschillen. So, wenn noch ein paar Fische nebenbei kommen, was will man mehr? Ne? Und von der Warte aus, wie gesagt, Halligalli haben wir jetzt ja eh bald. Und Leute, ich sag euch nur eins, wir sehen uns wieder. Bis dann.